So, davon ist es doch, sage ich doch. Wir könnten noch den Weg mit den Banditen. Nee, mache ich nicht. Das würde jetzt wieder zu sehr in ein großes Schlachtfest ausarten. Das lassen wir mal lieber. Ich will jetzt bloß das Quest hier fix abgeben, was auch immer Ich das hätte nur war. wieder Ärger. Wir unterhalten uns gerade. Ach, wirklich. So, Ich hätte bloß Dominik, das. Dominik, Dominik. Verdammt! Was ist Ich war beim los? Anführer der Orks in Montera. Na also, das wurde ja auch Zeit. Dittittittitt. Er wartet immer noch auf die Pacht von diesem Bauernhof hier. Du sollst mir das Gold sofort aushändigen, sonst kommt er hier raus und reißt dir den Kopf ab. Okay. Hier hast du es. Nichts für ungut. In Ordnung? Ja. Muhaha, wie schnell sich die Seiten drehen, was? Jetzt bist du der Arsch, der hier in Bringpflicht Zeig war. mir deine Ware. So. Oh, Dietriche, Dietriche! Goll. Ich freue mich so sehr über den Herrn Dietrich. Oh, Dietrich, mein Freund, wie sehr ich dich vermisst habe. Halt! So viel hat er gar nicht. Da müssen wir doch glatt mal aufpassen, was wir hier verkaufen. So, Armbrust, Ork-Armbrust, ist eigentlich egal. Komm, dann nehmen wir hier mal noch ein paar Ork-Armbrüste zurück. Oder Armbrusten, ich glaube, das ist die richtige Mehrzahl. Noch eine mehr? Ja, das passt. So. Wunderbar. Die 200 Goldstücke können wir ihm dann doch lassen. Verdammt, was ist los? Ach, halt die Klappe. So, und dann würde ich sagen, schnappen wir uns den Teleportstein und bewegen uns nach Khabdun. Warum? Ja, was will ich in Ich glaube, Khabdun? ich will das gar nicht hören. Wir müssen da kurz mal noch was abklären. Und zwar mit zwei Leuten. Der eine ist nicht Tarek. Ich finde es ja lustig, jetzt hatte mir jemand unter die Kommentare von den Videos hier in Khabdun geschrieben, dass ich ja ein Idiot sei, weil ich Tarek hier versklavt habe und er der Einzige wäre, der mir Akrobatik beibringen könnte. Was ist los? So, erstmal bin ich aber zu Buffert. Du hast den Banditen Ortega erledigt. Das war eine große Leistung. Ja. Dafür bekommst du von mir noch extra Gold. Yeah. Cool. Dankeschön. Mehr wollte ich auch gar nicht von dir, Buffert. Nee, fand ich witzig. War ich total belustigt von, weil ich ja schon lange Akrobatik mittlerweile gelernt habe. Und er so unglaublich besserwisserisch ankam da, dass ich ja ein totaler Trottel sei. Naja, gut. Muss er selbst wissen, wenn er sich zum Obst machen will. Freut man sich über solche Kommentare. Kann man sich auch gar nicht drüber ärgern, oder? Ich kann mich sowieso nicht drüber ärgern, wenn irgendjemand mir irgendwelche Trollkommentare schreiben will, weil die Leute mir einfach leid tun, wenn sie nichts Besseres zu tun haben. So, hier ist eigentlich nichts mehr jetzt, was ich. Nö. Warum sollte ich mit irgendjemandem hier reden wollen? Uninteressant. Natürlich ist das uninteressant. Wenzel! Was willst du? Eigentlich will ich dir dein Schwert zurückgeben, Kumpel. Wenzels Schwert. Warum kann ich das nicht zurückgeben? Moment. Khabdun? Khabdun? Ach so, hä? Wieso ist eigentlich Lampenöl für Adair in dem Bereich Quests für Khabdun? Jacks Rebellengold hätten wir auch noch. Wollen wir das noch machen? Ja, Wenzel scheint ja jetzt nicht so viel Interesse an seinem Schwert zu haben, seltsamerweise. Dann hat er halt Pech. Warum auch immer jetzt gerade alle ihre Quests nicht beendet haben wollen, ich weiß es nicht. Ist mir jetzt aber auch wirklich Rille. So, dann muss ich jetzt bloß mal gucken, was Ardea eigentlich. Das ist Ardea, okay. Die hässliche Hütte ist Ardea, das passt sehr gut. So. Rüber ins nächste Dorf. Tja. Wie das so alles ausartet, wenn man eigentlich nur mal kurz noch was erledigen will, bevor man dann endlich mal weitermacht. Na, Hamla? Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich hoffe, Richtig. die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Werden sie, ihr habt keine Probleme mehr, mein Zeig mir Freund. deine Ware. So, wir gucken noch mal kurz. Genau das wollte ich wissen. Dann nehmen wir die doch mit, die Dietriche. Halt! Hier können wir noch unsere restlichen Kladderadatsch verkaufen. So, müssen wir so aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Das noch drauf, wie viel hat er? 9200. Kriege ich die komplett weg? Sollte, oder? Ja. Gut, das noch, die Hacke bleibt da. Gut, passt, passt, passt. Die 6 Goldstücke kann er behalten. Und dann wollte ich hier mal kurz gucken. Ich glaube, ich hatte ja damals vergessen, irgendwas. Dreck.
dreckiger Dieb. Ist ja interessant. Also ich habe mich jetzt nicht drüber gefreut, dass ich als Dieb hingestellt werde, sondern ich hätte das ja auch damals alles einsammeln können, direkt nach der Befreiung, und hab's aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Du Dieb, na warte. Ja. Kommt nur alle. Ich mach euch alle tot. Och komm, ist das denn dein Ernst? Im Übrigen, Leute, falls ihr euch dran erinnert, ich habe euch gerettet. Ihr werdet es doch wohl verkraften, wenn ich euch ein paar Gegenstände abnehme, oder? Oh, mein Kopf. Ja, dein Kopf. Finger weg da. Alter, willst du mich verarschen? Verrecke, Mann. So. Das ist schon ein bisschen penetrant hier. Schön, dass wir die Truhe dann endlich aufgekriegt haben. Gut, das Breitschwert, das ist dann wahrscheinlich mittlerweile auch ein bisschen unter unserem Niveau. Aber hey, was soll's? Immer auf die Kleine, fass das nicht an! Alter, willst du mich verarschen? Komm, verrecke! Ich sollte sie richtig ummurksen. So. Ich will aber trotzdem mal hier noch ein bisschen mit sammeln. Zur Not bringe ich die Leute um, ist mir auch egal. So, hey du da! Das ging schnell. Das sind eh bloß nur gesichtslose NPCs hier. Ich finde das ein bisschen schade, dass dann hier einfach nur die Leute hingestellt werden und fertig. Ja, super. Hätte man noch irgendwas danach machen können, dass die Leute dankbar sind und uns irgendwas geben wollen oder so. Aber nein, ist ja egal. Warum sollte man sich auch zu viel Mühe machen? Ist ja egal. Kommt da eh keiner mehr her. Ja, halt die Klappe. Oh, ich wurde verletzt. Hey, nichts passiert. Mach, dass du wegkommst, du dreckiger Dieb. Halt die Klappe. So. Kann weitergehen. Am besten du erledigst das. Sieh zu. Sieh zu. Aha. Ein Händler. Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Tatsächlich. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Aber natürlich tut ihr das. Zeig mir deine Ware. So, guck mal nochmal, hier gibt's auch noch Dietriche. Ich nehme jetzt alle Dietriche mit, die ich finden kann. Davon kann man nie genug haben. Stelle ich so fest. So, können wir das noch verkaufen? Das können wir noch verkaufen. Wunderbar. Gut, ich muss ja mal wieder ein bisschen Gold ansammeln. Ich habe ja durch meine Shopping-Touren in Varant habe ich ja einiges an Gold gelassen. So, hier hatte ich... Nö, hatte ich auch nicht. Das nehmen wir auch noch mit. Das muss Innos jetzt abkönnen, dass ich sein ganzes... Nein, dass ich die ganzen Gaben für ihn jetzt hier einfach mal stehle. Ich will nicht zu Innos beten, Gottverdammt. So, weg damit. Ich will diesen verdammten Apfel haben. Ja, genau den. So, stört euch nicht, ne? Wir haben dir viel zu verdanken. Richtig, und deswegen könntet ihr es eigentlich auch verkraften, wenn ich euch ein bisschen was klaue. So, die Hütte ist immer noch meine. Nicht wahr? Das kenne ich schon. Ach, das kennst du schon, natürlich. Können wir eigentlich mal kurz gucken? Können wir ein paar Heiltränke herstellen? Heiltränke? Zwei. Ja. Weil uns Fläschchen fehlen. Aha. Ansonsten hätten wir im Prinzip von allem genug, bloß Fläschchen fehlen uns. Schmeißt der Held die denn nach jedem Gebrauch weg? Die kann er doch recyceln. Der hat doch eh so viel Platz in seiner Arschritze. Da könnte er sich auch die leeren Flaschen wieder einstecken danach. Ist doch nicht das Problem. Nicht wahr, Hirschfreunde? So, mal wieder auf Hirschjagd gehen. Ich krieg euch! Siehste? Ah, fast. Egal. Wir wollen es ja nicht übertreiben mit der Hirschjagd. Ich find's schon großartig, dass das überhaupt klappt, dass man die Hirsche einholen kann mit Gerenne. So, wo haben wir denn den guten Jack? Hier unten nicht, wie es scheint. Och doch, da liegt er. Egal. Wir beklauen ihn erstmal. So. Kann er doch nichts dagegen haben. Okay. Und jetzt leise. Wir schleichen uns an ihm vorbei. Hin zur Truhe. Yeah. Okay. Hey, Jack. Na, mein Jung. Unterwegs zu großen Abenteuern? Natürlich. Schönen Turm hast du hier. Ja, für einen alten Seebären wie mich genau das Richtige. Ist aber eine gefährliche Gegend, das sage ich dir. Diese Halunken sind überall.
Sie lassen einem alten Seemann einfach keine ruhige Minute. Was denn für Halunken? Hast du Orks gesehen? Um Himmels Willen! Ich hoffe, die haben Besseres zu tun, als einen alten Mann zu erschrecken. Das finde ich geil. In Myrtana, wo die ganze Welt von Orks besetzt ist. Hast du Orks gesehen? Von welchen Halunken sprichst du? Sie streuen hier überall an der Küste herum. Du brauchst nur einmal ein Stück Richtung Nordosten die Küste raufgehen. Sie haben dort ihr Lager aufgeschlagen und warten nur darauf, in ihrem Schlaf die Kehle durchzuschneiden. Im Nordosten, okay? Da werde ich doch mal schauen. Ich kümmere mich um deine Halunken. Weißt du, mein Junge, ich wüsste gar nicht, wie ich dir das wieder gut machen sollte. Lass dir was einfallen. Pass auf dich auf, hörst du? Die Kerle sind gefährlich. So, haben wir noch was? Ach ja. Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert? Ja. Ich denke, dir kann ich es anvertrauen. Sie waren hier und baten mich, ihnen Bescheid zu geben, sobald wieder ein Schiff in Sicht kommt. Ich glaube, sie geben die Hoffnung nicht auf, dass über See irgendwann noch einmal ihre Rettung naht. Das könnte tatsächlich so sein. Gib mir das Gold der Rebellen. Ja, natürlich. Das soll ein alter Seemann schon mit so viel Gold. Aber gib es nicht leichtfertig aus den Händen, ja? Natürlich nicht. Auch 400 Gold. Ich dachte, du hast hier einen großen Betrag oder so. Ich finde geil, dass es dafür noch Diebeskunstpunkte gibt, wenn wir ihm einfach nur überzeugen davon, uns das Gold zu geben. Zeig mir deine Ware. So. Ach, 12 Dietriche. Wunderbar. Hatte ich schon erwähnt, dass ich geil auf Dietriche bin? Ich glaube schon, ne? So, dann verticken wir noch hier das Schildzeug, Rundschild. Moment, ich muss mal kurz gucken. Nee, wenn, dann nehmen wir den Paladin-Schild. So, ach, der hat ja so viel Geld in Reserve. Da können wir eigentlich wirklich mal hier... Was haben wir denn noch? Na, klick rum. Das Flammenschwert wollte ich immer noch mal ausprobieren. Die Flammenwelle kann weg. So, hier... Ach, da müsste man überhaupt erst mal durchblicken können. Keine Ahnung. So, das weg... noch irgendwas. Die Hirschfelle können weg. Das Hirschgeweih kann weg. Das Horn des Nashorns kann weg. Die Klauen können weg. Die Lurkerleder können weg. Die Lurkerklauen können weg. Das Löwenfell kann nicht weg. Das bleibt also als Souvenir da. Die Schatulle kann weg. Die Schatullen können weg. Der Goldring kann weg. Das schwarze Rohbar bleibt da. So, Herz des Feuergolems. Natürlich. Ja, schwere Zunge gerade irgendwie. So. Was haben wir denn jetzt? 3500? Ja, komm, passt. Wir wollen uns ja nicht zu lange aufhalten. Ich hatte es schon mal erwähnt und tue es trotzdem. Gut, nach Nordosten, ja? Das ist diese Richtung. Dann schauen wir noch mal, was sich hier an bösen Banditen herumtreibt. Ich werde jetzt nicht extra speichern dafür. Ich gehe jetzt einfach mal ganz wagemutig davon aus, dass ich die drei kleinen Rebellen, die drei kleinen Banditen totkriege. Die so unglaublich gut bewaffnet sind. So, und du noch, mein Freund. Na, wenn das mal nicht herausfordernd war, dann weiß ich's nicht. So, haben wir die Halunken umgebracht? Das ist natürlich äußerst tragisch für die Halunken. Okay, jetzt haben wir ja wieder Dietriche. Dann können wir auch mal die Metalltruhen öffnen. Telekinese, schön. Amulette Lebenskraft, wunderbar, ja, passt schon. Gut, eigentlich müssten wir dann jetzt direkt nochmal zum Ork-Belagerungsring und die ganzen Metalltruhen dort öffnen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich euch das antun will. Das könnte ich eigentlich auch, wenn ich die Aufnahmesession beende, dann außerhalb der Session machen. Da werde ich einfach nochmal zum Ring runtergehen und diese tausenden Metalltruhen, die wir dort haben, öffnen. Einfach nur, um es gemacht zu haben. Verdammt. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ich wusste, du würdest mir helfen, mein Junge. Ich habe nicht so viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies als Dank. Halt die Ohren steif. Klar, mach ich. Yay, 50 Gold, super. Der Kerl scheint echt überhaupt kein Gold zu brauchen, wenn er selbst seine letzten 50 Goldstücke noch abdrückt. So, dann würde ich sagen, auf nach Monterra. So, da müssen wir jetzt nochmal mit Marek reden. Marek? Nee, Marik heißt er ja, ne? Ich glaube Marik. Ja, Marik. Und der will ja sicherlich wissen hier, was hier, beziehungsweise er will nicht wissen, er will haben. Er will nämlich den Sold haben vom Bauernhof, beziehungsweise die Pacht. Nicht wahr, Kumpel? Wegen der Söldner. Ich hab die Pacht von Dominik. Gut. Du hast dem faulen Hund wohl richtig Angst gemacht, was? Betrachte das Gold als deinen Sold. Das ist es mir wert. Oh, danke. Gut, damit scheinen wir jetzt das mit den Söldnern auch soweit abgeschlossen zu haben, oder? Gucken wir mal.
Jorik braucht alte Waffen. Da war ja, Sekunde, das wollte ich noch kurz gucken. 20 Waffenbündel. Steinholz für den Druiden, okay. Was haben wir denn an alten Waffenbündeln hier herumlungern? 17, ach ja, stimmt. Ich glaube, das hatte ich schon mal festgestellt.